Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Sabrina auf dem grauen Daywalker. Und jetzt ist ja wieder ein Tag rum und dann können wir hier bei Elizabeth weitermachen. Also wir machen hier diesmal die Anweisung von den Druiden weiter. Die Druiden sind sehr zufrieden mit deinen Fortschritten in den Übungen. Sie sind so beeindruckt von deinen Resultaten, dass sie wollen, dass du nun mit der nächsten Stufe beginnst. Es ist sehr ungewöhnlich, dass jemand das nächste Niveau der Geheimnisse des Sonnenkreises erreicht, aber du hast es dir verdient. Der Rat sieht dein enormes Potenzial. Willst du weitermachen? Ja, wir wollen weitermachen. Ich muss dir deinen Trainer ja nicht mehr vorstellen. Du kannst ihn wie gewöhnlich beim Runenstein rufen. Sprich mit mir, wenn du den Status beliebt beim Sonnenkreis erreicht hast. Also gucken wir mal. Für beliebt brauchen wir ja die 300 Rufpunkte. Also wir haben jetzt gerade mal die Hälfte. Gut, dann gehen wir mal zu unserem Thema und rufen den mal eine Runde. Ich denke, wir müssen da wieder fliehen, Fragen beantworten. Das Übliche halt. Hier ist der Stein. Aber rufen kann ich den nicht. Das scheint wohl heute dann erstmal nicht zu gehen. Dann geht's morgen erst dann weiter mit dem. Oder ich habe vergessen, hier einfach nur zu klicken. Reite hoch zur Bergkoppel und rufe deinen Trainer, sodass ihr mit dem Training weitermachen könnt. Ich habe vergessen zu klicken. So sieht's aus. Ja, okay, ich war zu schnell. Jetzt aber auf ein neues. So, jetzt glitzert der Stein auch.
Ich habe Neuigkeiten erhalten. Wir machen jetzt mit deinem Training weiter. Sehr schön, einen so erfolgreichen Schüler wie dich zu haben. Ich habe eine Reihe an neuen Lektionen für dich. Genug mit dem Gequassel, wir fangen jetzt an, sodass du den Status Bolide beim Sonnenkreis erreichst. Wir fangen erstmal mit dem mentalen Training an. So, ich habe ein paar Aufgaben für dich, um deinen Geist zu stärken. Es sind recht knifflige Aufgaben. Wie gewohnt musst du 10 von 12 Fragen richtig beantworten. Los geht's. Gehört der Baroness das große Schloss in Silverglade? Ja, und das ist richtig. Wenn ich drei Äpfel habe und Fripp zwei, haben wir dann fünf Äpfel zusammen? Ja, und das ist auch richtig. Reiten Druiden auf feuerspuckenden Drachen? Nein. Und wieder richtig. Also wir haben jetzt schon drei richtige Antworten. Hat Konrad Marzen einen Schnurrbart? Nein. Und das ist auch richtig. Vier Antworten? Wir schaffen es. Ist Feuer warm? Definitiv ja. Gibt es in Fort Pinter gelbe Rosen? Ja. Haben Würmer Füße? Nein. Gibt es am Nordpol Pinguine? Ja. Okay, doch nicht? Dann sind die nur am Südpol. Ist Ketchup rot, weil er rote Rosenblätter aus Wendel enthält? Nein. Ist es richtig, dass ein Wasserfall hinauffließt? Nein, es fließt ja hinunter. Ist es im Sommer wärmer als im Winter? Ja. Und damit haben wir alles richtig gemacht. Puh, wirklich beeindruckend. Wirklich sehr schwer. 35 Rufpunkte haben wir dafür bekommen. Wollen wir das Präzisionsreiten machen? Du hast bereits gezeigt, wie geschickt du reiten kannst. Ein Druide muss vollkommene Kontrolle über sein Pferd haben und mit seinem Reitvermögen alle Situationen meistern können. In dieser Übung musst du den Figuren folgen, die auftauchen werden. Die Übung besteht daraus, sechs Figuren zu meistern, bevor die Übungszeit abgelaufen ist. Du musst deine Gangart anpassen, um nicht von ihrer Seite zu weichen. Wenn du zu lange stillstehst, ist die Übung gescheitert. Das passiert auch, wenn die Übungszeit abgelaufen ist. Diese Übung zeigt deine Geschicklichkeit und Geduld. Folge den Figuren, die auftauchen. Bleibe nah an ihnen. Reite vorsichtig. Probieren wir es mal. Das ist ja wie in einer Runde Dressurreiten. Versuche es nochmal. Irgendwo habe ich da jetzt einen Fehler gemacht. So, jetzt vertrollt uns das Spiel ja wohl.
Also das ist ja jetzt wirklich wie Dressurreiten. Okay, das ist, also Präzisionsreiten sind halt so wie Dressuraufgaben. Nachdem wir schön der blauen Linie gefolgt sind, hat es auch geklappt. Das Hinderniskarussell. Diese Übung ist sehr wichtig für die Zukunft. Ich will, dass du im Uhrzeigersinn den Kreis entlang reitest und über die Hindernisse springst. Das bedeutet, dass du nicht zu schnell und nicht zu langsam sein darfst. Wenn du zu schnell reitest, hast du keine Chance, über die Hindernisse zu springen. Wenn du zu langsam reitest, schaffst du es ebenfalls nicht. Im Uhrzeigersinn. Also das scheint ja jetzt hier nicht so die schwere Aufgabe zu sein. Das ist easy. Das haben wir geschafft mit dem Karussell. Erledigt. Es war knapp, aber du beherrschst die Kunst des Reitens ausgezeichnet. Du hast dein Pferd voll unter Kontrolle. Das gab auch wieder 35 Punkte. Jetzt musst du Schmetterlinge fangen. Fange so viele Schmetterlinge wie möglich, bevor die Zeit abgelaufen ist. Und dann werden wir sehen, ob es reicht. Wir lassen die Schmetterlinge dann natürlich wieder frei. Diese magischen Jorvik-Schmetterlinge lieben es zu spielen. Viel Glück. Einen brauchen wir noch. So, da haben wir alle. Hehe, das hat geklappt. Jetzt lassen wir die kleinen Wesen wieder frei. So. Da haben wir das jetzt einmal alles fertig. Haben ein bisschen unsere Fertigkeiten trainiert, wobei halt das Dressurhalten nicht so ganz meine Stärke ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Viel Spaß euch noch!